So, liebe Leute von heute, ich habe jetzt erstmal fertig gegessen und damit wird jetzt erstmal wieder Zeit, unser Abenteuer in den Temtem für Nintendo Switch fortzusetzen, aber vielleicht kriegen wir noch einen kleinen Nachtisch. Bis dann. In der Tat. Anscheinend wohl kein Nachtisch. Aber wie dem auch sei, ja, unser Abenteuer bei Temtem für die Nintendo Switch geht jetzt erstmal in die nächste Runde. Wir haben im letzten Part Homura, bis er sagt, zu diesem Gasthaus erfolgt, aber dann kam unser Sack ein Kristallfeld in die Quere und ja, ihr wisst es ja, ich habe keine Schlittschuhe. Ich habe keine Schlittschuhe, also bringt mir die ganze Sache hier rein gar nichts mehr. Also müssen wir jetzt erstmal hier die Reisfelder wieder durchqueren in Richtung Stadt. Haben auch im letzten Part mal wieder gegen ein paar nervige Zwillinge gekämpft. Haben dann gesagt, außerdem ja auch noch jetzt noch einen weiteren Kampf, weil ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Diese Kinder treiben mich in den Wahnsinn. Endlich ein ruhiger Moment. Oh nein, sag mir jetzt nicht, dass du mit Yuta und Yuko befreundet bist. Bin ich nicht. Oh nein, ich liebe meine Kleine, aber ich brauche eine Pause. Wirklich, Temtem los? Klar. Kann ich ja so verstehen. Auf jeder Insel haben wir bis jetzt ein nerviges Zwillingspaar gesehen. Und erlebt. Da muss man sich doch also fragen, wieso gibt es eigentlich auf jeder Insel... ein nerviges Zwillingspaar. Okay, das ist jetzt auch ein bisschen nervig. Naja, aber generell, jedes Digital Temtem hätte jetzt, sag hier auf dieser Insel, einen schweren Start. Vielleicht sollten wir eigentlich wirklich mal überlegen, vielleicht Nessler mal ins Team reinzunehmen. Das hat mir zu einem Überfluss noch gefehlt. So schlecht wäre die Idee eigentlich nicht. Nessler ist ein Wasser-Elektro-Temtem, was er sagt, eine Fähigkeit hat, wodurch Elektroangriffe auf sie keine großartige Wirkung besitzen. Die Idee wäre jetzt, er sagt, wirklich nicht gerade so übel. In diesem Gebiet hier gab es ja sowieso, er sagt, auch Nessler. Aber leider an der Stelle auch bloß ein Cyclops-Team jetzt. Aber die Wahrscheinlichkeit jetzt auf Nessler zu treffen, scheint mir, er sagt, nicht gerade sehr hoch zu sein. Und vielleicht sollten wir unseren Weg nach Neo-Edo wirklich erstmal lieber... Okay, das muss der Sack jetzt ein kleines Zeichen sein. Ist aber gerade mal auf Level 49 und das ist aktuell nicht gerade sehr gut für uns. Wir bräuchten es immer noch auf einem etwas höheren Level. Naja, oder ansonsten erstmal zurück nach Neo-Edo. Okay, ein weiteres Nestler hätten wir jetzt gesagt auch hier. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Level 48. Okay, verstehe, dass einer will. Ein Wasserangriff und der geht nicht in Richtung das Feuer-Temtem. Das macht doch jetzt irgendwie auch wenig Sinn. Aber gut, fangen wir es erstmal lieber ein mit einer Temp-Double-Plus-Karte. Hat immerhin auch die Elektrosynthese. Hm,
bräuchte allerdings eher eine Art Spezialangriff. Anstelle sagt ein Angriffsboost. Aber sei's drum, wir besitzen immer noch ein paar andere. Warte, wo ist jetzt hier der Ausgang? Tja, wo ist jetzt hier der Ausgang? Ist natürlich jetzt immer hier wieder das Problem. Okay, nochmal. Ein Nestler, Level 47, das ist der Sack auch nicht gut. Tja, auch einfach nicht gut. Aber gut, wo werden... Ach, warte mal, ist das das Dojo? Ja, als nächstes müssen wir, wie es aussieht, zum Dojo hin. Und weil wir Sack hier auch schon lange nicht mehr waren, schauen wir doch mal kurz, was hier in der Boutique los ist. Also das ist jetzt schon mal eine Kleidung, die hier Sack zu gerne haben würde, aber 28.000 Panzons. Der denkt sich jetzt bloß, er sagt diese extremen Preise aus. Das sieht ein bisschen blöd aus. Tja, einfach blöd. Die Preise sind der Sack viel zu extrem. Verstehe einer, wer will, wie man der Sack auf diese Preise kommt. Nun denn, aber jetzt haben wir auch noch ein Problem, wenn wir jetzt im Dojo hin sollen. Dann bräuchten wir jetzt eigentlich auch theoretisch noch ein bisschen Geld für neue Items. Und wir haben nicht so viele. Also gut, bevor wir uns jetzt gleich ins Dojo hineinwagen... Was ja ganz offensichtlich unser nächstes Ziel ist. Müssen wir anscheinend jetzt erstmal doch nochmal kurz zurück nach Tukma. Um dann mal zu sehen, ob unsere Verkäufe funktionierten. Ich hätte eigentlich auch mal gucken. Auch mal schauen sollen, ob es auf Zipanku nicht vielleicht auch ein, naja, eine Börse gibt. Also ein Handelshaus. Wäre vielleicht jetzt nicht das Schlechteste gewesen. In der Theorie her muss es ja eigentlich ja mehr als nur ein Handelszentrum auf einer Insel geben. Also es gab immer ein Handelszentrum auf der Anfangsinsel, Denise. Hier in Quetzal gibt es ja, sag, ein Handelszentrum. Könnte es da nicht theoretisch auch eins auf Zipanku geben? Okay, auch mal wieder ein neues Digital-Temtem. Interessant. Wieso kann ich darauf jetzt kein Gebot geben? Na egal, wie sieht's jetzt hier aus? Gerade mal zwei Verkäufe hier.
Naja, ein bisschen was haben wir jetzt auf jeden Fall dazu verdient. Aber dann mal sehen, wie es jetzt der Sack weitergehen hier kann. Als allererstes natürlich wieder zurück nach Neo Edo. Dann sagst sowieso, geht's dann wieder mal zurück ins Temporium. Dann werden wir uns erstmal wieder neu ausrüsten. Und dann geht es der Sack anscheinend ins Dojo. Naja, aber über kurz oder lang muss es ja eigentlich auch so mal wieder geschehen, dass wir einen Dojo-Kampf bestreiten werden. Und an der Stelle ist es jetzt, er sagt, wirklich ein bisschen unpraktisch, dass wir jetzt, er sagt, obwohl wir wollten ja nochmal sehen, wie unser Team, er sagt, aussehe mit Nessla. Wäre zwar an der Stelle jetzt auch nicht gerade sehr praktisch, da es ja jetzt leider auch nicht gerade so stark ist, aber müssen wir mal sehen. Vielleicht können wir ja mal was Neues machen. Tja, mal sehen. Galvanit? Nein, danke. Wo haben wir jetzt überhaupt die ganzen Nesslers? Nessla Level 52. Ja, das geht ja noch ein bisschen klar. Elektrosynthese, gut, Tesla-Gefängnis, starreneisiger Stalaktit, Gewitter, Kettenblitz, Funken, Würgen, Zerfleischen, Wasserklinge. Geschwindigkeit ist auf 91, nicht schlecht. Spezialangriff 90, Spezialverteidigung, Verteidigung könnte ein bisschen besser sein. Tja, warum nicht? Tut mir leid, Denki. Aber wir wollen ja jetzt auch mal was Neues ausprobieren. Wieso haben wir eigentlich ein Level 52 Temtem so weit hinten? Gute Frage, nächste Frage. Ich will eigentlich wirklich mal hoffen, dass das jetzt, er sagt, kein so großer Fehler jetzt ist. Aber wir müssen immer noch mal was Neues ausprobieren. So sehe ich es jetzt auf jeden Fall. Ausrüstung anlegen. Was haben wir? Doppelglas. Durch duale Temp-Typen erlittenen Schaden wird um 10% reduziert. Energy Drink, Feldschild, Handschellen, Kissen, Kriegstrommel. Matcha. Presse. Heilende Medizin, die in Kampf verwendet wird. Regeneriert zusätzlich 70% Lebenspunkte? Wie genau funktioniert das? Mit einem Systemabsturz ist wahrscheinlich, Also gut, dann sehen wir uns gleich an der Stelle mal wieder. So, da sind wir jetzt also wieder zurück. Also, um nochmal kurz mal schauen. Haben wir jetzt die Presse Nessla geben können? Ja, die Presse haben wir Nessla mal gegeben. Ob das der Sack was bringt? Ich weiß es, der Sack jetzt an der Stelle noch nicht. Starren kommt mal weg für den Kettenblitz. Obwohl, was ist der Blasenstrahl hier? Na, ist jetzt auch egal. Wenn wir Sack sowieso höchstwahrscheinlich... Warte mal, Nessla müsste sowieso an zweiter Stelle stehen. Aufgrund der Kettenblitzfähigkeit und ihrer Elektrosynthese. Gut. Digital-Temtem werden ja jetzt sowieso, er sagt, massiv vertreten sein im Dojo. Tja, doch was ist denn dann jetzt hier wieder das Zweityp?
Also welches Element wird das gleiche neben digital noch eingesetzt? Es kann dann jetzt sein, an der Stelle wirklich ja bloß, weil es hier massig Elektro- und Digital-Temtem gibt, sich ja bloß jetzt um Elektro-Temtem handeln. Du bist sicher Phantom Heart, willkommen im Dojo. Wir unterstützen den Archipel-Kongress und respektieren deine Arbeit in seinen Diensten. Danke, ich muss mit Dr. Sasaya sprechen. Sie leitet gerade eine Trainingseinheit hier im Dojo. In der Zwischenzeit möchtest du vielleicht mit uns trainieren? Wir haben von deinen Taten bei der Schlacht von Uhuru gehört und wir würden gerne von dir lernen. Ja, warum nicht? Das ist sehr nett, komm doch rein, du weißt sicher, wie es läuft. Es ist uns eine Ehre, die Temp-Karten mit dir kreuzen zu dürfen. Okay, Dojo von Neo Edo. Mit einer kleinen Änderung an unserem Team und, Hightech! Willkommen im Dojo von Neo Edo, Phantom Heart. Unser Dojo-Meister hat mich gebeten, dich hereinzulassen. Okay, wie lautet das Protokoll? Ach bitte, das hier ist nicht Miyako. Wir sind hier ziemlich ungezwungen, nur das Übliche. Du kannst im Dojo nach Belieben Herausforderungen annehmen oder aussprechen. Traditionellerweise nehmen die Meister nur Herausforderungen der Bändiger an, die alle anderen bezwungen haben. Was sind das für Laser? Ja, das ist eine ganz neue Erweiterung unseres Trainingsplans. Du weißt, Dr. Sasaya auch die Nanto-Labore leitet. Sie hat dieses innovative Lasersystem eigenhändig entwickelt. Es soll Bändigern beibringen, wie man schnell reagiert und Besoto-Erkennungssystem aus dem Weg geht. Damit wir stets auf Angriffe auf Sipanko vorbereitet sind. Aber viele der jüngeren Bändiger nehmen das nicht sonderlich ernst. Das Ding ist zu Disco, also, dass man es ernst nehmen könnte. Gut, dann fange ich mal an. Ja? Ah, so, wieder ein Teleporter-System. Aua. Autsch. Ja, wir sind digital. Das kann jetzt werden eine Qual. Ah, verdammt nochmal. Das gibt's doch nicht. Okay, Dr. Sasaya ist immer in der Mitte. Oh, komm schon! Das... Oh! Das kann aber doch nun wirklich... Oh, verdammt nochmal, nicht schon wieder. Ihr wollt mich doch verarschen! Wie zum Henker bin ich da eben durchgekommen? Aber das kann doch nun wirklich nicht gut für den Körper sein, ständig desintegriert zu werden. Also ernsthaft. Diese Dr. Sasaya. Oh nö. All das jetzt bloß für eine Kiste? Ein Taser. Ja, danke. Vorsicht, Funkenschlag. Wenn ein Temtem mit einer physischen Elektrotechnik angreift, erleidet das Ziel eine Runde lang Verbrennung. Ernsthaft, ich habe kein physisches Temtem jetzt dabei, was Elektroangriffe einsetzen kann. Also gut, haben wir... verdammt, es gibt ja, sag hier bloß eine Verbindung. Okay, einmal zurückbeamen. Geronimo! Ah, nicht schon wieder. Oh, das gibt's doch, euer Sack, nicht. Ah! Okay, Ruhe bewahren. Ah, verdammt nochmal, ich bin der Sack hier viel zu ungeduldig. Dann erstmal ein Temtem-Kampf. Bist du dieser Kongressagent? Die Meisterin hat es von dir erzählt. Bitte sag mir, was du von meiner Technik hältst.
Wenn du, er sagt, diese Lasertechnik entwickelt hast, dann halte ich nicht sehr viel von dir. Okay, es sind, er sagt, wirklich alles Elektro. Temtems hier. Oh nein, wir haben Psycrox an erster Stelle. Oh, das ist blöd. Naja, immerhin sind wir schneller. Aktuell noch. Aber gut, das Temtem ist jetzt um einiges langsamer geworden. Oh, natürlich hat das jetzt nicht funktioniert. Naja, aber wenigstens sind wir, sag so, wirklich stark im Vorteil. Muss man eigentlich wirklich sagen. Wir sind, er sagt, jetzt hier stark im Vorteil. Das läuft aber so jetzt leider nicht gerade so optimal. Das einzig Gute dabei ist, Nessler ist, er sagt, jetzt wirklich ein vorteilhaftes Temtem für dieses Dojo. Verstehe, ich habe noch viel zu lernen. Motoi. Okay, 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 okay. Eigentlich muss ich jetzt, er sagt, wirklich sagen, dass wir jetzt hier was anderes machen müssen. Doppelglas. Wechseln. Wo ist hier? Es sind jetzt hier die Proteine. Ich glaube, die Proteine kann Nessler, er sagt, jetzt hier mehr vertragen als wir. Als Psycrox. Oh, ich hasse verdammt nochmal diese Arena jetzt. Oh, ich bin erst hier für viel zu schnell. Oh mein Gott. Ah, Besuch aus Denise. Willkommen in unserem Dojo. Ich kann es kaum erwarten, mir deine Technik anzusehen. Ich habe gehört, Sophia hat dich einiges gelehrt. Oh Mann, ich weiß nicht. Chromion. Das könnte ein Problem jetzt für uns werden. Level 74. Was läuft bei denen denn schief?
Viel Lust und die Zeit in die Nächste verbringen und mir ein paar dieser Techniken aneignen. Das wäre höchst beeindruckend. Alter Schwede, was ist das jetzt, der Sack hier bloß für ein vermaledeites Dojo? Schaut, das muss der Neue sein. Erteilen wir ihm eine Lektion. Sei still, du Blöde. Die Meisterin persönlich hat ihn in den höchsten Tönen gelobt. Wir müssen koordiniert vorgehen, anstatt hier rumzualbern. Ich habe trotzdem, er sagt, ein blödes Gefühl hier bei diesem ganzen Dojo. Okay, was sehen meine Augen jetzt hier? Ich sehe zum einen Elektro und zum anderen jetzt Feuer digital. Oh nein, falscher Angriff. Hä? Hat so gut wie gar nichts gebracht? Warte mal, und das war Erde und nicht? Ach, das wird sowas von blöd werden. Gibt's doch, er sagt nicht. Wieso ist er sagt dieses Chromion bloß so schnell? Okay, endlich mal ein klitzekleiner Vorteil für uns. Na egal, der Vorteil ist jetzt auch wieder mal futsch. Naja, wenigstens habe ich so jetzt erstmal wieder gratis Lebenspunkte gekriegt. Ich fasse es nicht. Was habe ich gesagt? Mehr konzentrieren, weniger reden. Naja, was das Sack jetzt angeht, muss ich ja wirklich sagen. Nessla ist ein wirklich sehr... Oh nein, wie sieht das jetzt hier aus? Ach Gott, ich weiß jetzt auf... Moment. Es gibt hier auf jeden Fall zwei Wege, die er sagt, interessant für uns jetzt sind. Es gibt eigentlich mehrere Wege, die interessant sind. Oh! Okay, den möchte ich wirklich sehen, der das Sack auf Anhieb Sack hinkriegt. Oh nein.
Ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber ich habe seit einem Monat keinen Kampf verloren und ich werde jetzt nicht damit anfangen. Ditto! Oh, sollte ich jetzt den orangenen Weg oder den gelben Weg nehmen? Mimit und Cycrox. Nessla und Cycrox. Ich glaube, das echte Cycrox müsste jetzt um einiges gefährlicher sein. Oh, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Houston, wir haben wieder mal ein Problem hier. Das hätte ich mir natürlich jetzt erdenken können. Dass dieses Mimit auf gar keinen Fall so stark sein kann, wie das Original. Wird anscheinend überhaupt nichts. Ja, jetzt ist Nessla ohnmächtig geworden. Tja, so können wir es überhaupt nicht gewinnen. Natürlich, natürlich. Tja, ich denke mal, hier haben wir vielleicht erstmal. Vielleicht ein kleines Extra-Training uns wirklich jetzt verdient. Okay, ich glaube, er sagt wirklich, wir müssen jetzt langsam sicher wirklich mal jetzt ein bisschen offscreen trainieren. Ja, ich glaube jetzt wirklich anscheinend wäre ein klitzekleines Offscreen-Training angebracht. Ich glaube wirklich, wir müssen ein bisschen offscreen trainieren.
Was zum unten drunter? Moment, du bist dieser Phantom Heart. Tja, anscheinend. Und anscheinend... Ja, bringt mich ehrlich gesagt wieder nach vorne. So. Tja, anscheinend bringt mir das ehrlich gesagt jetzt hier wirklich nicht gerade so viel. Nestle an sich ist jetzt wirklich erstmal eine gute Idee. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts anderes zu sagen. Für dieses Dojo ist es ehrlich gesagt wirklich nicht schlecht. Aber es ist leider jetzt ehrlich gesagt auch noch ein bisschen zu schwach. Vielleicht sollten wir ehrlich gesagt den... der eisige Stalaktit ist ehrlich gesagt wirklich nicht gerade die passende Fähigkeit. Vielleicht eher die Wasserklinge, die ist ehrlich gesagt schneller doch. Außerdem müssten wir auch erstmal wirklich sehen, Nestle ein bisschen weiter auf Vordermann zu kriegen. Cycrox vielleicht ehrlich gesagt auch. Das ist also vielleicht nicht alles so gut wie gedacht. Gut, ich werde es jetzt wirklich erst mal so machen. An der Stelle müssen wir, sagt, wie es aussieht, wirklich erst mal offscreen ein bisschen unsere Temtem trainieren. Beziehungsweise an der Stelle wohl eher Nestle. Nestle muss ein bisschen trainiert werden. So dass wir dann erstmal in der nächsten Runde in diesem Dojo dann erstmal voll gewappnet sind für all das, was kommen mag. Cycrox kann dann sowieso noch ein bisschen Training aufvertragen. Und damit sage ich jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Wo wir dann auf jeden Fall das Dojo von Neo Edo beenden werden. Bis dann, ciao, bis dann.